Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Königsmacher-Freunde, zu Majesty Gold HD. So, wir werden jetzt gleich ein Savegame laden, nämlich wieder Vigil of a Fallen Hero. Tag 27. Mal gucken, ob wir diese Mission irgendwann mal schaffen. Our Magic Bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Und da müssen wir mal gucken, welche Heroes haben wir noch. Den Heiler, den Dieb, den Mönch, den Warrior. Tax Collector. Den Adepten, die Elfe, die... Ja, wir haben also den Kultisten verloren. You won't get my gold. Verloren. In the name of the Sovereign. Den Kultisten haben wir verloren und den Ranger. Now Beast approaches. Wir werden uns jetzt ganz langsam heranarbeiten, die Graveyards zu zerstören, weil hier spawnen verdammt viele Untote zurzeit. Ich will erst die Graveyards ein bisschen loswerden, bevor ich mich um die Abomination kümmere. Foul Beast approaches. Das dürften gerade die beiden gut hinkriegen. Und ich könnte sie theoretisch auch mit einem Earthquake unterstützen. I'm on my way. You won't get my gold. So. I'm out of here. Gleich mal auch noch den Graveyard. Problem? I'm on my way. Und dann müssen wir wieder. Rome makes me stronger. Blood. Call in the reinforcements. Ja, vor dem laufen sie jetzt weg. Was macht der Magier? Der ist jetzt fliegen Terror. Okay. So, mach mal den Vampir weg. Werde ich wieder Explorer Flex ausgebe. I'm out of here. Swift action is needed. So, der Adept ist wenigstens recht stark. Lunariatus. Wie sieht eigentlich bei Magic Bazaar aus? Dem könnte ich noch shapeshiften. Oh, Graveyard. Also ja, bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob Zeug irgendwo spawnen würde. Forschungen brauchen wir auch keine mehr machen. Hier ist alles eigentlich gesichert, dass nichts irgendwie böse angreift, außer dem Redman da vielleicht. Our Magic Bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Amdurazak. Unariatus. Ill wind blows me. Ah!
My services are required. Unariatus. Nicht Earthquake, ich hätte gern Shade Lightning. Unariatus. So, mach die beiden mal weg. Gerade was so an Werwölfen übrig ist, sollte weg. Weil die Werwölfe und der vor allem der Yeti hier, der könnte zu Problemen führen noch. Und mich Leute kosten. Victory is not in the cards. Nicht du. Sondern der da. Ja genau, klopft euch mit den Palastwachen, das ist sogar noch besser. Einiges ist schlechter, weil dann weil das Geld dann verloren geht. Der Zwerg lässt sich auch nicht unterkriegen. You'd be sorry. Majesty, the palace is under siege. Das ist jetzt nicht wirklich tragisch, dass der Palast von dem Rattenmenschen angegriffen wird. Das kriegen normalerweise meine Wachen nämlich hin. Aber der Adept hilft wenigstens fleißig. So, ein Erdbeben, um die beiden mal ein bisschen runter zu prügeln. So, dann machen wir erstmal das weg. Und ganz ehrlich, ich habe so viel Geld. Auch wenn ein Guardhaus nicht billig ist, mittlerweile, ich baue ich da eins hin. Um mich da besser zu schützen. So, sehr gut. Da kämpfen gerade zwei Skelette gegeneinander. Ja. Neuer Erkundungsfaden. Your Majesty, a new building is complete. Here comes trouble. Der ist halt immer ein Problem. Oh, er hat Heiltränke, aber er hat auch seine Axt verbessert. Oh, sehr gut. So wie es aussieht, gibt es aber noch genug Gebiete zum Abdecken. Your Highness, we've improved the guardhouse. Da ist die Abomination. Okay. Wir wissen schon mal, wo sie ist. Wir werden dabei ein sehr hohes Kopfgeld brauchen, wahrscheinlich, um sie angreifen zu können. Und ja, es sind immer noch verdammt viele Untote. Hier und dort unterwegs.
Durazak. I've got work to do. So. Das sollte jetzt genug Erkundungsfaden sein. Oh, der da ist ein Problemchen auch immer. Er wandert ganz langsam in Richtung meiner Base übrigens auch noch. Da ist die Abomination. Sovereign, a building has been upgraded. Haben wir eigentlich noch was? Nein, in der Library haben wir nichts mehr zu erforschen. Your Highness, we've improved the guardhouse. Okay, ich weiß immer noch nicht, wo genau die Untoten noch herkommen. Victory is not in the cards. Lunariatus. Er kriegt den eigentlich ganz gut tot. Ich helfe ihm mal ein bisschen nach. Mit dem Chain Lightning. Lunariatus. So, damit ist er weg. Ah, hier sind noch. Lunariatus. Orte der Untoten. Da dürfte ich eigentlich langsam sie ausgedünnt haben, so wenige wie es jetzt mittlerweile sind, im Anführungszeichen. Ja, tatsächlich, hier ist noch ein Balk. Lunariatus. Normalerweise sollte der gegen den anstinken können. Jo. Kann er auch. Da ist der Abomination. Auch wenn es ein bisschen übertrieben ist, ich gebe mal Kopfgelder auf die Skelette auch aus. Damit sie ausgedünnt werden. Und wir uns eigentlich nur noch mit der Abomination rumprügeln müssen nachher. A foul beast approaches. Ja. Da ist die Abomination immer noch. So. Prügelt alles mal weg. Wir kriegen ja durch die beiden Trading Posts hier sehr viel Geld. Und durch die Marktplätze auch. In the name of the
gold, Your Majesty. Wir können sogar hier mal wieder Market Days ausrufen. Ich frag mich gerade mal, Resistenz ist exzellent. Das heißt, ich kann die Abomination wahrscheinlich nicht einfach so runterprügeln. So, aber ich werde hier ein Safe Game machen. Sicher ist sicher. Werd hier doch ein paar Explorer Flags hinsetzen. Das ist die Abomination. Ja. Ah, der hat's auf den Untoten abgesehen. Okay. Dann wird er vielleicht mal Level 12. Nö. Was steht denn da über die Abomination eigentlich, die jetzt gerade wieder mal irgendwo im Nichts verschwunden ist? Okay, sie ist auf jeden Fall definitiv Magie immun. Uses the spells Terrify. Oh, das ist schon mal nicht gut, wenn er es ständig Terrifying tut. Mind Warp and Horrify. Ja, mein Quombo war. Hat langsam keine Items mehr. Und ist tot. Ist die Frage, schaffen wir sie auch so? Und die andere Frage ist, heilt sie sich? Nein, bis jetzt heilt sie sich nicht. Refreshing. Okay, es werden langsam mehr Helden. My power grows. Abderazak. Give me speed, Lunord. Ich muss aber sagen, die Abomination ist nicht so schlimm, wie ich mir sie vorgestellt habe. Victorious, Your Majesty. Das war's schon. Ja, es war der Expertenquest. Aber sie war wirklich nicht so schlimm, wie ich sie mir jetzt vorgestellt habe. Gut, wir mussten oft speichern und neu laden und neu starten, weil gerade der Anfang manchmal ein bisschen ärgerlich war, weil mir zu viele Helden weggestorben sind. Aber nachdem ich dann gesagt habe, ich pfeife auf ein paar von den Helden, gerade der Ranger zum Beispiel, ging's dann doch ziemlich gut. Ich hätte aber gedacht, dass die Abomination viel mehr Helden braucht, um sie tot zu kriegen. Und dass ich viel mehr Helden gegen sie verliere. Aber allein bei Quombaba hat schon ziemlich gut zugelegt bei der alleine. We've atoned for Gloria's loss, but at what cost?
While the abomination has been dispatched, the surviving heroes are forever changed. Even the most stoic of these veterans has been plagued by shockingly vivid nightmares. Others have reported hearing its eerie call, while those around them hear only the normal bustle of life. All in attendance saw this indescribable evil die, but none feel its touch is truly gone from this world. Ja. Die Mission musste ja unbedingt noch was Bitteres haben. Die Helden, also die überlebenden Helden, sind mit Schrecken davon gekommen. Sie sind paranoid geworden und hören jetzt den Tod hinter jeder Stelle. Also nicht so schön.